meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Und dieses Mal geht es nicht nur um eine, nein, 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 es geht um zwei. Yeah. Und zwar geht es diesmal um die Pink Box und die Glossy Box. Die werde ich beide in diesem Video hier unboxen. Und ich fange an mit der Pink Box und ich höre jetzt auch auf zu reden und fang an. Ihr kennt es ja vielleicht schon aus meinen anderen Unboxing-Videos, diese braunen Kartons. Auf jeden Fall war da einmal das hier drin, die Okay. Und dazu muss ich ehrlich sagen, die finde ich dieses Mal auch wirklich interessant, weil ich finde so Fitness-, Ernährungs-, Kochmagazine einfach nicht ansprechend. Deshalb fand ich echt cool, dass mal so ein Gossip-Magazin drin war, obwohl auch meistens sehr, sehr viel Scheiße drin steht, aber es ist wenigstens unterhaltsamer als so ein Koch-Magazin oder so ein Sportmagazin. Dann war da noch das hier drin und zwar das My Coconut Island von Trackle Moon. Und ich liebe ja Trackle Moon oder Trace Moon. Ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Es ist neu, steht hier drauf. Und ich werde es auch live für euch testen, wenn ich es irgendwie aufkriege. Da steht Open, aber ich krieg's nicht hin. Hä? So, ich habe es jetzt aufbekommen und jetzt muss ich mal gucken. Das ist Kokosnuss. Also im Vergleich zu meinen The Body Shop Body Lotions ist das mal nichts hingegen. Es riecht nicht schlecht, aber ich finde meine The Body Shop Body Butters sind einfach tausendmal besser. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich schmeiße mir mal auf die Beine. Kommen wir direkt jetzt auch zu der eigentlichen Box. Und zwar ist sie mal wieder pink, wie fast immer. Und ja, ich öffne sie mal. Da ist wieder diese Schleife. Mache ich mal auf. Dann mache ich das hier auf. Dann mache ich das hier auf. Und da ist wieder die allbekannte Karte, was das überhaupt für Produkte sind. Und ich ziehe jetzt einfach mal irgendwas raus. Und zwar ist es das hier von Anatomicals Sut the Lot of You Get Last Grime Body Cleanser. Und zwar ist das die Originalgröße 250 ml und natürlich reinigende Waschlotion von der Kultmarke Anatomicals. Diese Lotion mit einer reichhaltigen Infusion von Mango und Papaya spendet Feuchtigkeit und pflegt für eine weiche, glatte Haut. Riech mir mal direkt, wie das so riecht. Das riecht sehr gut. Das riecht sehr fruchtig, sehr sommerlich, ist orange. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also, ja, es riecht echt super. Jetzt habe ich es an der Lippe. Zu dem Trackle Moon nochmal. My Coconut Island Körpermilch ist die Originalgröße. Die kostet 5,95 €, 100 ml im Drogeriemarkt. So, als nächstes kommt mir das entgegen. Und zwar ist das von Zartgefühl Körperbutter Lolita Orange Zimt. Zimt? Ist das nicht eher weihnachtlich? Und zwar ist es Körperbutter. Auch ganz komisch. Das sieht eigentlich aus wie Seife. Das ist die Originalgröße und kostet 11,80 €, 100 g. Ja, schon sehr teuer. Aber ich... Es sieht echt komisch aus. Anwendung nach dem Duschen, die noch warme Haut leicht mit der Körperbutter einreiben. Nicht zu fest drücken. Die Körperbutter schmilzt durch die Körpertemperatur. Zur täglichen Anwendung reine Naturkosmetik geeignet für jeden Hauttyp, nicht über 25 Grad Lager. Cool, also hatte ich auch noch nie sowas. Also finde ich eigentlich eine ganz süße Idee. Auch die Aufmachung her finde ich auch sehr, sehr sweet. Und ja, mal gucken, wie es wird, wie es sich anfühlt auf der Haut, ob es wirklich gut ist. Ist eine coole Idee, Pinkbox. Als nächstes mal wieder eine Handcreme. Also ich glaube, die Pinkbox liebt Handcremes. So viel Handcremes, wie die da immer reintun. Und zwar ist die von Camille, die Hand- und Nagelcreme. Das ist die Originalgröße für 1,69 €. Und ja, das ist die natürliche Kamille und Zitronenduft. Zitronenbutterduft. Und riecht zitronig. Es riecht wirklich zitronig. Irgendwie so nach Zitronenjoghurt. Ist ja auch irgendwie Buttermilch. Buttermilch. Zitrone-Buttermilch-Duft. Ist ja fast. Ja. Dann habe ich hier einen Kajalstift von Elle Exception. Kajalstift 03 Silber. Hat eigentlich einen sehr schönen Silberton, aber ja doch, sieht ganz süß aus. Und diese kostet in der Originalgröße 4,99 €. Ist ganz nett. Also ich habe bis jetzt noch keinen Silbern gehabt. Und das war's auch schon mit der Pink Box. Jetzt gehen wir weiter zur Glossy Box. Hier habe ich das ganze Paket noch gar nicht geöffnet. Das öffnen wir jetzt mal so zusammen. So. Und tadadada. Hier ist sie mal wieder. Mir ist aufgefallen, dass die Pink Box sich von der Größe her ein bisschen geändert hat. Früher war sie nämlich genauso eckig wie die Glossy Box. Also so einfach so ein Quadrat. Und jetzt ist sie ein bisschen rechteckig geworden. Und wir öffnen die jetzt mal alle zusammen. Und da erwartet mich mal wieder eine Schleife. Die öffne ich jetzt. Wir öffnen Open Air Saison mit der Festival Edition. Das ist die Festival Edition. Mal schauen, was uns da so erwartet.
Hier sind sehr wahrscheinlich die... Hier sind sehr wahrscheinlich die Produkte drin, die da drin sind. Jupp, das sind sie. Und ja, wir öffnen das mal. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil guck mal, was da drin ist. Da ist aber mal genau das gleiche drin, nur in grün. Lol. Auf jeden Fall, da war das hier jetzt in der Pinkbox drin, das in der Glossybox. Und das ist Shower to the People Every Man Woman Body Cleanser. Also auch ein Duschgel. Ich rieche mal daran, wie das so riecht. Also das finde ich gerade echt ein bisschen lustig. Und zwar riecht das... Boah, nach was riecht das? Das riecht ehrlich gesagt ein bisschen nach Klostein, wenn ich ehrlich sein muss. Finde ich jetzt nicht so. Ich finde dann das von der Pinkbox besser, aber schon lustig, dass die das gleiche so da reintun. Dann das nächste Produkt, was mir ins Auge gesprungen ist, ist das hier. Und zwar ist das Postquam Professional Antioxidant und Make-up Removal Stripes. Wipes, nicht Stripes. Ja, und das sind sehr wahrscheinlich Abschminktücher. Und hier in der Beschreibung steht drin, dass mit dem Tuch sanft über die Augen und das Gesicht streichen und somit entfernt das Make-up, bla 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 bla. Also ganz normale Make-up-Entferner. Und zwar, die kosten aber 10 Euro. Also das Originalprodukt, also die kosten 10 Euro. Das ist krass. Für 24 Stück 10 Euro. So. Ja. Hab ehrlich gesagt nie was von dieser Marke gehört. Mal gucken, vielleicht wird's gut sein, vielleicht ist es doch total scheiße. Dann kam mir das hier entgegen und zwar ist es ein Lidschatten, so viel ich sehe. Ja, und zwar in einer Farbe Lila von Kryolan Professional Make-up Viva Brilliant Color. Im Originalprodukt 10 Euro. Die Farbe ist jetzt ehrlich gesagt nicht so meins. Ich probiere mal aus, also ich gucke mal, wie die so aussieht. Aber es hat einen schönen Holo-Effekt. Also der ist halt lila und schimmert halt so schön bläulich. Kennt ihr bestimmt und... Ja, also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich das irgendwann mal benutzen werde, weil das einfach nicht so meine Farbe ist. Schauen wir mal. Oropax. Oropax Luxus für die Ohren. Süß. Also Oropax sind diese, kennt ihr bestimmt. Also das tut man halt in die Ohren, damit es halt nicht so laut ist. Beziehungsweise ist ja halt eine Festival Edition. Wenn es zu laut wird, tut man sich die Dinger in die Ohren. Ich tue mir das jetzt mal in die Ohren. Das sind diese ganz normalen Ohrenschützer, Ohren... Wie nennt man das? Lärmschützer, Schalldämmung. Also das ist einfach, man drückt die vorne zusammen, steckt die in die Ohren und dann werden die halt größer. Boah, aber hier werde ich langsam taub. Also da ist es schon krass. Na, bin ich sexy mit den Oropax? Aber es ist voll die süße Verpackung hier oben. Ist so ein Schraubverschluss und das sieht aus wie ein Ohr. Aber hier auf diesem Zettel steht gar nicht, wie viel die kosten. Und langsam ist es echt, boah, krass. Also ich höre mich langsam selber nicht mehr. Hallo? Also ich höre mich schon noch, aber es ist, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr euch die Ohren zuhaltet, dann hört ihr euch nur von innen. Das hört sich sehr komisch an. Aber es ist eine coole Idee. Also wenn ich mal irgendwann auf einem Festival sein sollte, werde ich die auf jeden Fall mitnehmen, falls es zu laut wird oder auf irgendeinem Konzert. Für Konzert. Nee, ohne. Ich bin Tinnitus! Dann das vorletzte Produkt und zwar ist das von The Body Shop. Vitamin E Night Cream. Ist sehr süß, ist pink und riecht gut. Also ist eine ganz normale Nachtcreme, die in Originalgröße, das ist auch das Originalprodukt, 17 Euro kostet. Riecht wirklich sehr blumig und sehr schön. Ihr wisst ja, ich bin der komplette Fan von The Body Shop. Und werde ich mal ausprobieren. Also es riecht wirklich sehr, sehr gut und anfühlen. Ja, es ist ein bisschen härter und... Weiß ich nicht, muss ich halt in der Nacht ausprobieren, wie es halt ist. Aber es riecht wirklich sehr, sehr schön. Und hier ist auch schon das letzte Produkt und ich kann mich wirklich ganz genau daran erinnern, dass ich das schon mal in der Box hatte. Ich weiß nicht, ob Pinkbox oder Glossybox war. Auf jeden Fall ist das von Eothermale Avene Thermalwasser. Das hatte ich auch im Urlaub dabei. Das ist ganz normales Thermalwasser. Da kommt nur Wasser raus und dann sprüht man sich das halt ins Gesicht. Das ist... Nur Wasser. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut für einen Urlaub, wenn man sich abkühlen will. So zwischendurch mal so. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Und das kostet in der Originalgröße 2,95 €. Und so viel ich weiß, kriegt ihr das auch im Douglas. Und Leute, das war's auch schon mit meinem 2-Unboxing-Video. Einmal die Glossybox, einmal die Pinkbox. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlässt, wie ihr die Boxen so fandet, beziehungsweise welche ihr besser fandet.
Und ja, es würde mich auch wirklich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben würdet, wenn euch das Video gefallen hat. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und zum Endplädoyer würde ich auch mal sagen, dass ich die Pinkbox wirklich besser fand, weil einfach Produkte drin sind, die ich ehrlich gesagt mehr gebrauchen kann als die aus der Glossybox. Aber ich fand beide Boxen dieses Mal wirklich eigentlich ganz gut und wie gesagt, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und...